Also, wir sind ja der Enklave schon mal etwas weiter auf den Grund gegangen. Es wurde ja auch hier eben schon im Kontrollraum von der Brotherhood of Steel gesprochen. Und der Mann hatte ja eben erwähnt, dass die Brotherhood gar nicht mehr besteht. Aber das ist ja in dem Sinne gar nicht wahr, weil die Brotherhood, die besteht ja auch heute noch. Nur ist eben die Enklave genauso technologisiert. Und die Brotherhood sieht ja auch eben die Enklave als Gefahr an. Man muss sagen, auch die Brotherhood, die hat auch schon so, ja, eben ihre eigenen Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch nicht immer optimal waren, aber trotzdem, ich denke, die Brotherhood, die steht wirklich noch für, ich weiß nicht, Recht und Freiheit noch in dem Sinne. Und die Enklave, die, ich weiß auch nicht, was die da machen. Die machen ja irgendwelche komischen Versuche an den Deathclaws, die entführen irgendwelche Bunkerbewohner, weil sie wahrscheinlich auch an denen wieder Versuche machen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Also, die Brotherhood of Steel, die haben wahrscheinlich nicht immer die besten Entscheidungen getroffen, aber die schätze ich wirklich noch als Freiheitskämpfer ein in dem Sinne. Ich meine, man kann jetzt nicht immer alles perfekt machen. Also, wenn man das jetzt auch realistisch sieht mit der Brotherhood of Steel, wenn wirklich so etwas bestehen würde, dann ist das ja sowieso schon total schwierig. Und in dem Sinne, also, da schätze ich wirklich noch die Brotherhood wirklich als, ja, friedlich ein in dem Sinne, beziehungsweise dass sie sich wirklich für die Freiheit noch einsetzen und eben sehr viele Technologien haben. Das kannst du mir über die Todeskrallen sagen, die hier leben. Das ist in keinen normalen Todeskrallen, wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast. Ihre Intelligenz wurde auf ihnen unverständliche Weise erweitert. Eine Gruppe Menschen, genannte Enklave, ist hierfür verantwortlich. Scheinbar brauchte die Enklave eine Armee und hat sich für die Todeskrallen entschieden, weil sie so stark sind und, naja, du verstehst schon, oder? Wie auch immer, das Einzige, was den Todeskrallen fehlt, war Intelligenz. Sie mussten klug genug sein, um komplexe Befehle zu verstehen, aber nicht klug genug, um für die Verantwortlichen eine Gefahr darzustellen. Ja, und das war dann eben das Problem der Enklave, denn die Deathclaws, die wurden zu intelligent und haben dann eben ein eigenes Selbstbewusstsein entwickelt und haben dann die Sachen hinterfragt und da hört das dann eben auf. Das ist ja auch, glaube ich, immer so. Ich weiß nicht, da sehen ja auch viele Menschen zumindest eine Gefahr in der Technik, beziehungsweise in den künstlichen Intelligenzen. Weil man will ja künstliche Intelligenzen haben, man will die aber trotzdem noch unter einer gewissen Kontrolle haben, weil wenn so eine künstliche Intelligenz einen Punkt erreicht, wo sie quasi ein eigenes Bewusstsein entwickeln würde und alles hinterfragen würde, dann könnte das natürlich potenziell eine Gefahr darstellen. Wobei das natürlich auch nicht zwingend sein muss, aber wie gesagt, das Ganze ist ja auch nur hypothetisch. Aber auf jeden Fall eine total interessante Sache. Also, wenn man drüber nachdenkt, da gibt es schon so ein paar Parallelen auch zu künstlichen Intelligenzen. Ich meine, hier werden eben aus Tieren wirklich intelligente oder hochintelligente Wesen gemacht. Ich meine, Tiere sind natürlich auch intelligente Wesen, ganz klar, ohne Frage. Aber eben zu so einem Grad, dass sie eben ein eigenes Selbstbewusstsein entwickeln und auch Dinge hinterfragen, was ja eigentlich eben nur Menschen machen. Und das ist eben auch bei künstlichen Intelligenzen interessant, weil künstliche Intelligenzen sind ohne Frage sehr interessant und können auch in Zukunft sehr hilfreich sein und die Entwicklung enorm vorantreiben. Aber wenn so eine künstliche Intelligenz dann natürlich wirklich ein Selbstbewusstsein entwickelt und die Dinge hinterfragt und wer weiß, vielleicht ist so ein Moment gar nicht so lange entfernt, beziehungsweise gar nicht so weit entfernt, dann könnte das natürlich zumindest einigen Leuten auch wieder nicht gefallen und eben eine potenzielle Gefahr darstellen. Muss es aber eben nicht. Wie gesagt, ich meine, die Deathclaws, die jetzt wirklich intelligent geworden sind und dann ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben, die sind ja wirklich moralisch und ethisch hochentwickelt und wollen ja eigentlich auch nur Frieden haben, was ja eigentlich auch eine gute Sache ist. Und deswegen ist das mit den künstlichen Intelligenzen auch immer ein bisschen schwierig, weil man das dann eben nicht vorhersehen kann, wie sich das dann entwickeln würde. Das habe ich aber wirklich sehr lange geredet.
Also, die Enklave hat mit einem Virus oder sowas ähnlichem experimentiert und hat die Todeskrallen damit infiziert. Dieses Virus konnte Menschen in Supergeschöpfe verwandeln. Die Enklave wollte sehen, welche Auswirkungen es auf die Todeskrallen hat. Das Ergebnis war eine Brut von Todeskrallen, die so klug waren, dass sie erkannten, dass die Sklaverei in ihr los sein würde. Also spielten sie die Dummen, bis sie eine Chance bekamen, in die Freiheit zu gelangen. Und hier sind sie nun. Einen größeren Mist habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das ist ja unglaublich. Du meinst viel zu wissen. Du scheinst viel zu wissen. Darf ich dir noch mehr Fragen stellen? Okay, also er hier, der Gelehrte, der weiß wirklich viele Dinge, die wir zum größten Teil jetzt auch schon wissen, aber trotzdem gut, dass wir ihn treffen. Was weißt du über dieses Virus? Ich glaube, es nennt sich FEV-Virus. Die Enklave hat sehr intensiv daran geforscht. Forscht vielleicht immer noch daran, tut mir leid, aber mehr weiß ich nicht. Das sollte dir auch leid tun. Mir wurde gesagt, du bist eine Wissensquelle. Das ist schon okay. Du hast mir eine große Hilfe. Du sagtest, du würdest gerne reisen. Was hältst du davon, mich zu begleiten? Raphael, es sind im Moment zu viele Leute bei dir. Ich warte hier, bis ein Platz frei wird. Ich verstehe. War natürlich offensichtlich, dass wir den als Kollegen mitnehmen können. Die Sache ist die, ich kann leider nur zwei Partymitglieder mitnehmen und ich würde ihn natürlich gerne mitnehmen, aber wir haben jetzt schon unseren Cyber Dogmeat und unseren Cassidy. Hatte der eigentlich nicht früher mal Haare? Das sieht irgendwie so haarlos aus. Naja. Okay, sehr interessant. Wir reden hier natürlich nochmal mit dem Anführer. Ich habe jetzt wirklich viel geredet. Das tut mir natürlich leid, aber manchmal muss man sich auch die Zeit nehmen. Ist aber auch wirklich ein äußerst interessantes Thema. Also wie gesagt, es werden in Fallout auch eben sehr viele reale Themen verarbeitet. Ich meine, es geht hier immerhin darum, dass ein Weltkrieg ausgebrochen ist, beziehungsweise der dritte Weltkrieg. Und eben dadurch die ganze Welt, beziehungsweise große Teile der Welt zerstört worden sind und durch diesen Fallout, durch diesen radioaktiven Niederschlag eben auch noch hunderte Jahre danach die Leute mit den Konsequenzen leben müssen und die Welt eben nicht mehr so ist, wie sie damals war. Also ich meine, hier hat sich ja die Welt von Grund auf verändert. Und ich meine, das hat ja schon reale Hintergründe, weil ich meine, die Supermächte, die haben eben atomare Waffen und das hat ja irgendwo schon seine echten Hintergründe. Wurde natürlich hier mit sehr viel, ja, ich meine, es gibt hier sehr viel Humor, der hier eben noch mit reingebracht worden ist, beziehungsweise schwarzer Humor auch in dem Sinne. Aber ich meine, es nimmt schon Bezug auf die echte Erde und das macht das Spiel vielleicht auch noch mal so interessant. Ist einfach wirklich faszinierend. Ich meine, in so einem Spiel steckt wirklich sehr viel drin. Du hast mein Vertrauen in die Menschen wiederhergestellt. Ich danke dir für alles, was du für das Rudel getan hast. Kann ich im Gegenzug etwas für dich tun? Du erhältst 5000 Erfahrungspunkte. Du sagtest, du würdest mir sagen, wenn du hier einen Geek findest. Hast du eins gefunden? Ja, da war ein Geek im Bunkerlagerraum. Es gehört dir. Vielen Dank. Wow. Das war mal wieder einfacher als gedacht, aber das war auch wieder sehr viel Glück. Weil ich ja eben dieses Computersprachmodul noch hatte. Und jetzt eben dadurch den Computer reparieren konnte und direkt an das Geek gekommen bin. Okay, 5000 Erfahrungspunkte und du hast 4000 Erfahrungspunkte, weil du das Geek gefunden hast. Jetzt frage ich mich aber, wo ist denn der Lagerraum? Und wir haben Level Up. Ach herrje. Wo ist denn der Lagerraum? Wahrscheinlich im dritten Kellergeschoss. Nehme ich mal an. Ach so, hier, oder? Hier hatte ich mich gar nicht umgesehen. Gucken wir mal nach.
einfach mal alles verschlossen. Könnten wir natürlich auch noch reingucken. Ach so. Ah. Geek, das. Es wiegt 10 Pfund. Wow. Das war ja super episch, wie wir das Ding bekommen haben. Ist einfach in unserer Tasche gelandet. Herrlich. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben erfolgreich das Geek bekommen. Irgendwie so ein kleines Déjà-vu. Wie in Fallout 1. Als wir eben, naja, den Wasserchip endlich bekommen haben. Von dem es in der Bunkerstadt einfach Hunderte gibt. Und wir sind in Fallout 1 dann, was weiß ich, wie lange rumgereist, um endlich an den verdammten Wasserchip zu kommen. Oh. Mhm. Ich sehe mich auch noch mal um. Speicher hier mal. Können wir mal die Spinte knacken. Ja, Leute, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine der Hauptmissionen erfüllt. Wir haben das Geek gefunden. Endlich. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Bin schon etwas stolz drauf. Ja. Geschickt öffnest du das Schloss an dem Behälter. Okay, 25 Erfahrungspunkte. Okay. Natürlich wieder zu wenig Platz. Ach ja, wegen dem Platz übrigens. Da ist mir noch was eingefallen. Wir sehen uns ja erst nochmal um. Entschuldigung. So viel Zeit muss sein. Munition. Steuerchip. Oh, Brennstoff. Und eine Kampfrüstung. Ja, den Brennstoff würde ich schon sehr gerne mitnehmen. Wir sehen uns mal weiter um. Also Leute, ich würde sagen, wir sind erfolgreich zum Bunker 13 gelangt und haben das Geek gefunden. Fast schon zu schön, um wahr zu sein, ehrlich gesagt. Ich hatte irgendwie schon damit gerechnet, dass wir das Geek hier nicht finden und wieder woanders hin müssen. Aber da hat sich mal die Reise gelohnt. Öffnen. Wir haben echt das Geek gefunden. Und wir haben fast 100 HP. Und es ist ganz ruhig geworden. Ja gut, habe ich jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen was gequatscht. Freue ich mich. Naja, ich hoffe mal, da stört nicht allzu viel, aber ist ja sowieso ein relativ langes Let's Play mit langen Folgen. Da kann man auch etwas erzählen. Aber definitiv ein... Also ich meine, das Spiel ist sowieso schon genial, aber auch der Hintergrund zum Spiel ist wirklich sehr genial. Dass einfach alles in so einem Spiel drin steckt. Also ich kann auch verstehen, warum Fallout so gefeiert wird. Jetzt haben wir aber auch schon 33 Stimpacks. Nicht ohne. Öffnen. Mhm. Kriegen wir noch auf. Wir haben ja eigentlich noch unseren elektrischen Dietrich. Den sollten wir mal benutzen. Dadurch würde das Ganze... Ups. Eigentlich schneller gehen. Dietrich, Dietrich. Dietrich. 33 Stimpacks einfach. Schon nicht schlecht. Dietrich. Das ist er doch. Kann ich mit dem nicht eigentlich nur Türen öffnen? Ich glaube auch, ne? Na, so viel dazu. An Türen sollten wir den aber auch echt mal benutzen. Na, komm schon. Die Tür kriegen wir auch noch irgendwie auf. Und nachdem wir dann hier soweit auch unsere Aufgaben erledigt haben,
können wir uns dann eigentlich schon mehr oder weniger aufmachen, um endlich mal aufs Endgame zuzukommen. Ich meine, wir haben schon noch ein paar Missionen vor uns, aber langsam aber sicher kommen wir aufs Ende zu. Navcom-Teile. Computerteile, die aussehen, als gehörten sie ins Innere eines Computers, weil Poseidon-Öl und Navigationscomputer draufsteht, denkst du dir, dass sie in einen Poseidon-Öl-Navigationscomputer passen könnten? Gut kombiniert, Sherlock. Nehmen wir mal mit. Die brauchen wir garantiert am Öltanker und der Cassidy. Ja. Der hat doch auch noch was anderes dabei. Und zwar blauer Sicherheitsschlüssel. War der dafür? Was war denn das? Oder habe ich das noch dabei? Wir hatten noch irgendetwas anderes für das Ölschiff. Keycard. Laserpistole. Geigerzähler. Blauer Sicherheitsschlüssel. Oder war der das? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hier noch ein paar Dinge dabei. Und wir haben endlich das Geek dabei. Den Motor haben wir auch noch. Blaues Speichermodul. Ah, hier ist er ja. Tanker SAS, genau. Den brauchen wir auch nochmal für den Öltanker. Den müssen wir auch noch irgendwie zum Laufen kriegen, nehme ich an. Na schön. Okay, Dankeschön. Danke, danke. Länger mal weg. Gut, ich würde mal behaupten, wir haben gute Fortschritte gemacht. Die letzten Aufnahmen laufen echt. Von Fallout. Brauche ich sonst noch was? Ja, hier wäre ja noch dieser Gelehrte, den können wir jetzt eben nicht mitnehmen. Weil ich nur zwei Partymitglieder maximal dabei haben darf. Das haben wir repariert. Wir haben das Geek und noch ein paar andere Teile. Ich würde sagen, wir können gehen. Nicht schlecht. Gut, ich würde sagen. Hallo, mein Freund. Du hast das Rudel gerettet. Wir danken dir. Wir haben ein paar neue Freunde gewonnen und gehen dann mal. Interessant. Gut. Das haben wir erstaunlich schnell hingekriegt, muss man sagen. Auto. Ach übrigens, wir können, genau, wir haben nämlich hier einmal unseren Wagen und dann nochmal unseren Kofferraum. Ich war mir nie bewusst, dass wir wirklich einen Kofferraum haben. Also, ich wusste das schon, aber wir können nämlich hier auf den Kofferraum klicken und können dann den Wagen mit unserem Zeug füllen. Das wäre wirklich gut gewesen, das etwas früher zu wissen. Das heißt, ich kann jetzt einfach mal sagen, ich lege hier meinen ganzen Kladderadatsch ab, den ich jetzt nicht unbedingt brauche. Na, zum Beispiel das hier jetzt mal. Moment, können wir schon mal gucken. Ja, jetzt habe ich jetzt nicht so viel abgelegt, aber damit können wir unser Inventar schon mal sehr gut entleeren. Zum Beispiel die Waffen kann ich da noch auch noch mal reinlegen. Und eben nach Bedarf mitnehmen. Die müsste ich auch mal ausprobieren, diese Pulspistole. Ich meine, wir haben da schon einige Waffen ergattert. Naja, sowas kann ich da zum Beispiel auch anlegen. Dann dürften wir schon mal etwas mehr Ordnung haben. Das heißt, wir können den Wagen. Es war wirklich gut, dass wir den Wagen genommen haben. Ich meine, es war ja relativ aufwendig, an den Wagen zu gelangen. Wir mussten relativ viel für den bezahlen. Dann wurde uns der Wagen noch gestohlen. Aber im Endeffekt muss man einfach sagen, es ist echt praktisch, den Wagen zu haben. Des Weiteren können wir jetzt auch mal Cassidy was abnehmen. Also was braucht er auch nicht. Handschuhe, Schaufel. Dann können wir dem auch mal mehr Munition geben.
Die Munition hat er auch noch. Seil. Mal sehen, wie viel ich tragen kann. Ja, die Sachen brauchen wir auch nicht alle. Natürlich. Ach, ich liebe es. Ich muss ja noch etwas umsortieren. Ich beeil mich schon, Leute. Grandios. Ich muss doch jetzt hier langsam mal was mitnehmen können. Schaufel. Schaufel. Handschuhe. Ich kann... Wieso kann ich denn jetzt so wenig tragen? Jetzt nimm doch mal was davon mit. Heilige nochmal. Es dauert echt immer Ewigkeiten hier, die ganzen Gegenstände rumzureichen. Jetzt können wir nämlich endlich mal unseren Wagen hier benutzen. Zack. Einmal da rein. Cassidy, tauschen. Tut mir leid. Ich weiß, es nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch, aber das ist wirklich wichtig. Ja, die Handschuhe brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir nicht. Können wir das mitnehmen? Okay. Dann können wir dem Cassidy nämlich eigentlich im besten Fall wirklich Munition geben und noch mehr Waffen, dass er etwas mobiler im Kampf ist. Ich weiß nicht, wie viel wir dem Wagen geben können. Der wird aber schon einiges aushalten, nehme ich mal an. Okay. Genau, und hier haben wir noch unzählige Waffen und so weiter und so fort. Na, ich habe immer noch ziemlich viel dabei. Und wir können übrigens auch... Waren das die hier? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die Energiezelle war das, oder? Moment. Nehmen wir mal die Energiezelle. Was hier? Wir gucken gerade mal. Du lädst das Auto mit mehr Energie. Okay, hat funktioniert. Denn wir können natürlich das Auto auch noch aufladen. Was ich eben erledigt habe. Liegt da eigentlich was? Das sieht merkwürdig aus. Naja. Okay. Sehr schön. Also, wie gesagt, wir können hier einmal in unserem Kofferraum ein paar Dinge ablegen. Wir haben auch den Wagen mal aufgeladen und können jetzt mal endlich wieder über das Land streifen. Bunker 13. Ach, Militärbasis. Die wird hier jetzt auch angezeigt. Aha. Also wir waren ja hier in Navarro. Da ist ja auch noch eine Militärbasis. Das hier ist wahrscheinlich eine größere Militärbasis. San Francisco. Da will ich gar nicht hin. Doch, San Francisco, da wollte ich hin. Genau. Entschuldigt. Da die Militärbasis. Okay, da werden wir schon. Chinatown. Ich glaube, da will ich hin. Denn wir müssen ja immer noch diesen besagten Doktor finden. Und ich glaube, war der direkt hier? Kann ich da rein? Ah ja. Hallo? Ehrenwerter Herr, ich empfehle dir einen Arzt aus deinem... Bitte was? Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Jetzt kann ich mit dem Arzt nicht reden, weil ich diesem einen Kult da beigetreten bin. Aha. Also ich wollte mit dem Arzt reden, dass er eben dem Chip hilft, wegen seiner Milz. Wer sich noch erinnert, der arme Chip hat leider seine Milz verloren. Passiert ja mal. Dann frage ich mich jetzt natürlich, wie wir am besten vorgehen. Ich meine, ich wollte ja hier den ganzen Öltanker auf Fahrt bringen. Hm.
Okay, da wären wir. Ich glaube, der Chip, der lebt gar nicht mehr. Ist echt herrlich. Wir waren wahrscheinlich so lange weg, dass der in der Zwischenzeit, naja, eben das Zeitliche gesegnet hat. Wie man so schön sagt. Mit dem Captain können wir aber immer noch nicht reden. Ich rede mit niemandem. Ja, aber wem sollen wir denn jetzt sonst helfen? Ich nehme an, der Chip, der ist nicht mehr existent. Ist natürlich unschön, aber daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Oh Mann, ey. Das ist wirklich nicht so schön. Ah, hier ist eine Treppe übrigens. Ich glaube, die ist mir nie aufgefallen. Bitte, was? C-Herr Alien. Soll ich fragen, warum hier Aliens rumlaufen? Okay. Die sehen wirklich sehr interessant aus. Was machen die denn hier unten? Also schön, dass wir hier in den Keller können. Beziehungsweise weiter ins Schiff vordringen. Vielleicht war das mit dem Chip doch nicht so wichtig. Aber ist er eben gestorben, ist ja auch egal. Das ist wirklich interessant. Auch wenn mich jetzt interessieren würde, warum hier Aliens rumlaufen. Das ist echt merkwürdig. Offensichtlicherweise. Okay. Ja, gut. Kann man schon mal töten. I. Ich hoffe, dass wir hier dann vielleicht irgendwie den Öltanker wieder auf Trab kriegen. Ich meine, wir haben ja den Sicherheitsschlüssel, wir haben einige Teile. Ich bin mir da unsicher, aber Moment, wir verlassen hier mal kurz den Untergrund. Sehr interessant. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, dass ich mich ganz herzlich fürs Zusehen bedanke. Wir haben übrigens nochmal 600 Erfahrungspunkte erhalten, haben einen neuen Level, Leute. Ich weiß, ich habe auch noch sehr viele Fähigkeitspunkte hier. 65, die ich nochmal verteilen kann. Ach du Heilige. Ich glaube, ich werde auch nochmal die Energiewaffen weiter aufwerten. Energiewaffen sind nämlich wirklich sehr gut. Nächste Aufnahme werden wir dann wahrscheinlich hier erstmal den Schiffsrumpf von den Aliens befreien, wo auch immer die herkommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und werden dann hoffentlich irgendwie das Schiff auf Vordermann bringen. Eventuell, ich bin mir nicht sicher. Und dann müssten wir ja sogar eigentlich nochmal in der Militärbasis vorbeischauen. Die Militärbasis ist ja jetzt eben auch auf der Karte aufgetaucht. Und dann müssen wir eben mal gucken. Wie gesagt, wir kommen so langsam aufs Ende zu. Wir sind jetzt auch ganz ordentlich ausgerüstet und haben diese Aufnahme auch wieder viel erlebt. Also, vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Aufnahme und dann noch ein herzliches Tschüssi.